Als erstes sollte man schauen, wenn man das Fessel unhängt, wenn man selber keine Zugkugelkupplung hat, hat der Maschinenring da 6 Anhängerschlitten. Bei der Zugkugelkupplung unhängen, aufs Spiel aufgehen, weniger als 2 mm Spiel sollte er haben, sonst muss man einstellen. Dann kann man eh schon die Bremsschaltung anschließen. Mach mal gleich die Druckluftbremse. Das Fassel hat eine hydraulische Bremse auch. Wenn man keine pneumatische hat, haben wir da das Bedienungskastel, kann den Takt rein. Und da haben wir noch die Stromversorgung für das Bedienkastel, rein den Takt rein. Oder wo man halt den Stecker hat. Nachher noch den Stützfuß rein da. Da haben wir dann noch einen Fuhrenzähler, den stellt man mit dem schwarzen Knopf auf 0. Und nachher nur aufpassen, dass die Unterlenker nicht bei der Deichsel anstoßen. Also beim Füllen, als erstes müssen wir die Pumpen auf Saugstellung, das ist nach vorne, die Lenkwellen einschalten, ungefähr 1000 Umdrehungen. Nachher da kommt man am besten zusammen für den Druck für den Turbofüller. Nachher Saugschlauch anschließen, Belüftung zu, Schieber öffnen, dann braucht man gerade noch auf Start drücken, dann schaltet die Pumpen ein und zeitverzögert nachher der Turbofüller. Füllt nachher, bis das Fassel voll ist. Sollte das Fassel jetzt nicht von selber abschalten, weil es jetzt halt, schräg da steht oder schon Luft erwuschen hat, dann kann man auch da über den Stoppschalter die Pumpen und den Turbofüller abschalten. Im praktischen Einsatz war jetzt das Fassel voll. Das heißt, das hört man eh gleich, wenn er anschaltet, der Turbofüller. Schieber zu, Belüftung öffnen, Saugschlauch abkuppeln. Die Pumpen ist noch auf Saugstellung und die kommt jetzt nach hinten auf die Druckstellung. Also wir sind jetzt im praktischen Einsatz auf dem Feld. Da muss ich als erstes die Zapfwellengeschwindigkeit wieder auf 45 umschalten. Nachher Zapfwellen ein, weil über die Zapfwellen läuft noch das Hydrauliksystem. Nachher kann ich in Ausleger, muss ich zuerst entriegeln, das heißt einmal einklappen und nachher ausklappen, nachher fährt er auseinander. Jetzt steht er an, nachher senken. Da muss man auch so lange drauf bleiben, bis er in Schwimmstellung ist hinten. Nachher den Kompressor einschalten. In Exacut einschalten. Den wechselt man auch pro Fassel einmal Linkslauf, einmal Rechtslauf. Und nachher kann man schon den hinteren Schieber öffnen. Und nachher funktioniert schon die Ausbringung. Wenn das Fassel leer ist, das sieht man nachher auch gleich mal, wenn nichts mehr rauskommt oder wenn es ausbläst. Schieber schließen, Exacut ausschalten, Kompressor aus, in Verteiler heben, bis er ganz herum ist und in Ausleger einklappen. Dann natürlich auch, bis er ganz herinnen ist. Eins vom Wichtigsten beim Ausbringen mit dem Fassel ist, man darf keine Kufenfahrten beim gesenkten Verteiler machen. Da soll man den Verteiler 20 cm am besten über den Boden aufheben, die Kufen machen. Nachher haben wir noch da vom Maschinenring so einen großen Zettel gemacht, wo man alles nochmal nachlesen kann, wie eigentlich alles funktioniert. Und
wenn man das letzte Fassel ausgebracht hat, sollte man nochmal das Gestänge länger am Boden lassen, nur einmal durchblasen, also einfach den Kompressor laufen lassen, dass die Schläuche leer sein beim Zurückgeben und einfach reinigen, am besten mit einem Dampfstrahler, die in Dreck einwaschen, dass er einfach wieder sauber zurückkommt. Nachher hat der nächste auch wieder Freude beim Fassel ausleuchten.